Im Felsberger Stadtteil Lohre ist am Donnerstagabend ein Lebensmittelladen überfallen worden. Die Inhaberin erzählt. Und wo ich dann nachher wieder nach vorne kam, stand der junge Mann hier vor der Türe. Und dann hat er gesagt, ist denn schon zu? Habe ich gesagt, nee, ist auch noch keine Sechs, ist noch nicht zu. Ja, ich wollte noch was kaufen und dann sind wir reingegangen und ich bin auch dahin und wollte die Jacke ausziehen. Und in dem Moment hat er mir das Messer hier dran gehalten und hat gesagt, Überfall. Der Täter zwang die Inhaberin, die Kasse zu öffnen. Dann griff er hinein und stahl Geld in unbekannter Höhe. Die Polizei sucht nun nach einem 18 Jahre alten Jugendlichen, 1,65 Meter groß, mit einer schlanken Gestalt.